Benachrichtigt Ajax, das Tor ist zerstört. Er muss sich in Bewegung setzen. Herr, die Trojaner greifen das Lager an. Ajax ist umzingelt. Was? Odysseus, wir müssen sie retten. Wir müssen das Tor aufgeben, uns bleibt keine Wahl. Wir müssen Ajax retten. Haltet aus, Ajax, meine Hopliten sind unterwegs. Vor den Toren von Trojas und müssen Babysitter spielen, indem wir Ajax retten müssen. Ja. Besiegen sie die Kavallerie, die Ajax angreift. Das machen wir gleich mal schnell und dann geht's weiter. Dank, mein Freund. So, komm jetzt. Die Truppen in eurem Lager neu sammeln, Ajax. Ja, kein Ding. Habe ich gern gemacht. Führen Sie Akanthos um die Herr zu Ajax Dorfzentrum im Südwesten. So, da haben wir schon zwei Dorfbewohner. Das deutet darauf hin, dass wir wahrscheinlich einen größeren Angriff machen müssen. Ja, bilden Sie eine schlagkräftige Armee aus und zerstören Sie alle Gebäude im Bereich des Zoranischen Brückenkopfs. Alles klar. Du, die Soldaten platzieren wir mal taktisch klug. Die Schweinchen kommen direkt mal vors Dorfzentrum. Da wird eine Party gefeiert, habe ich gehört. Die sind natürlich schon wieder nervig, die Trojaner. Πρόσταγμα, μάλιστα. Βούλομαι, τα λες. Haben sie aber schön gemacht, schön designt. Die ganzen Gebäude mit dem Zaun und den Kisten. Liebe fürs Detail. Hut ab. Sieht sehr, sehr schick aus. Πρόσταγμα. Wenn euch das Video gefällt, Leute, hinterlasst ein Like da oder einen Kommentar, würde mich freuen. Und ihr sagt Bescheid, was euch gefällt und ob irgendwo Verbesserungspotenzial ist. Ah, da ist ja der Esel unterwegs. Unsere guten Esel werden auch in dieser Mission wieder Verwendung finden. Ein paar Goldminen aufgetrieben. Das sieht doch gut aus. Junge. Schon wieder eine Speer angegriffen. Der hat sich gedacht, ja komm. Kamikaze in der griechischen Antike. Ha. Weitere 30 Nahrung erforderlich, um einen Dorfbewohner auszubilden. Ja komm, dann mach schneller. Der Hügel sieht doch mal ideal und einladend aus für eine Verteidigungsanlage. Mächtige mythische Soldaten von Zeus. Ja, das ist High IQ Level Gaming, indem man direkt vor die Mauern die Felder setzt.
Es gehört alles zur Taktik, damit der Gegner abgelenkt wird. Nicht. Wir können diese Felder nutzen. Baut hier einen Kornspeicher, holt Dorfbewohner und lasst sie ernten. Oh, nice. Das werden wir natürlich machen. Da hat man kurz gesehen, Trojas Tor zerstört aus der letzten Mission. So, Odysseus platzieren wir bei diesem Durchgang, nicht dass ein paar Feinde durchkriechen. Wenn man vom Teufel spricht. Volume. Prostagma. Esto. Die Schweinchen werden schnell mal zu Nahrung verwertet. Es dauert sehr lang. Zu lang. Sollte natürlich schneller gehen. Hier haben wir unseren guten Agamemnon. Bin nur neugierig, ob sich da hinten irgendwas befindet. What? What the fuck? Das wusste ich nicht, dass da hinten eine Reliquie ist. Nice. Prosecco. Sie könnten versuchen, Ställe direkt hinter der Front zu bauen. Hinter der Front? Ne, ich denke nicht, dass sie sich das trauen würden. Weil dann werden wir ordentlich Troja zerstören. Ach komm, hör auf, noch eine Reliquie, what the fuck. Tja, ich hab da immer seinen sechsten Sinn, wo diese Reliquien stehen, liegen, sitzen, keine Ahnung. Sie haben die Büchse der Pandora geborgen, hierdurch werden mythische Soldaten schnell ausgebildet. Soll mir recht sein. Toxoten werden wir weiterentwickeln und die Infanterie werden wir boosten, was so viel heißt wie wir werden schauen, dass sie schneller ausgebildet werden. Okay. Wir da mal sehen. Bronze setzen wir direkt mal ein, da wollen wir nichts riskieren. Ajax denkt sich, ja komm, ich schlachte die Toxoten ab. Und den Zauber wiederherstellung. Isboli!
So, dann fangen wir langsam an, unsere Armee auszubilden, um dann unseren guten Trojanern den Besuch abzustatten. Es wird langsam Zeit. Na klar, die stehen wieder mal dumm rum. Aber bevor ich jetzt dort Holz ausgebe, was ich sowieso nicht habe, werde ich mir oben einen Kornspeicher hinbauen und dort die Felder bewirtschaften. So, wir sind ziemlich nah vor der gegnerischen Basis. Ich stelle meine Einheiten vor den Kornspeicher, um meine guten Dorfbewohner zu schützen. Die Toxoten nehmen wir sicher mal mit. So, die werden unsere guten Dorfbewohner verteidigen. Mich würde interessieren, ob das eine Fantasy-Sprache ist. Ist das eine altgriechische Sprache oder ist es überhaupt griechisch? Falls jemand von euch griechisch kann oder selber aus Griechenland kommt, Abstammung aus Griechenland, würde mich freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt, was das heißt. Ja. Dann geht's los. Wir reinigen hier die letzten vereinzelten Speer. Komm jetzt, die kommen da immer nach. Falls ihr euch das Video rein zufällig ansieht, klickt oben auf das Element, dann kommt ihr zum ersten Video der Age of Mythology Kampagne. Dann könnt ihr die Kampagne von Anfang an genießen. So, wie vorher erwähnt, werden wir hier unseren Außenposten errichten, der aus Kasernen, seiner Burg, Wachtürmen etc. bestehen wird. Und die Goldminen holen wir uns direkt mal. Und die sind natürlich nervig, die greifen andauernd an. Die hören nicht auf. Noch ein paar Dorfbewohner. Also bei Möglichkeit immer im Auge behalten, wie der Holzabbau vor sich geht. Wenn die Dorfbewohner viel zu weit vom Lager entfernt sind und viel zu lange brauchen, bis sie das Holz zum Lager liefern, reißt das Lager ab und baut es näher zu den Bäumen hin. Glaubt mir, ihr werdet deutlich merken, dass ihr schneller Holz generiert. Dasselbe gilt für Gold. Apropos Gold, 4800 Gold. Ist auch nicht schlecht. Bei der Nahrung ist das jetzt nicht so viel Unterschied. Da müsst ihr eben von Anfang an die Felder so platzieren, dass sie genau zum Kornspeicher oder zum Dorfzentrum sind. Vermeidet einen größeren Abstand.
So, und die sind ziemlich nervig hier. Also, die produzieren wirklich Soldaten für, also Soldat für Soldat und schicken sie direkt vor die Nase. Genau wie ihr eben gesehen habt bei den Feldern. Die Felder sind nicht wirklich klug positioniert, da einige Felder viel zu weit vom Kornspeicher entfernt sind und deswegen das Nahrunglagern viel zu lange dauert. So, wir haben bald unsere zwei Außenposten bzw. unsere zwei Türme errichtet. Dann geht's los mit den Wachtürmen bzw. mit den Kasernen in der Burg. Die Wachtürme wurden jetzt ja schon erforscht. So, ab geht's, Kaserne. Unsere Burg. Die Bogenschützenanlage und der Stall. Und ein Tempel. Dann ist unsere Akropolis, wenn man das so sagen kann, komplett. Das passt eigentlich dazu. Ein schönes Plateau. Und das nennt sich eigentlich Akropolis, wenn man eine Festung auf einem Plateau baut. Gut, dass da in der Mauer ein Loch ist. Hä? Da backt das richtig hart. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, das backt richtig hart, das Tor, dass die da irgendwie durchflutschen. Die Dorfbewohner sind richtig nervig, also laufen die ganze Zeit raus, um das Lager zu bauen. So, unser guter Herr Herakles wird mal richtig gut knüppeln. Komm her da. Ja, der denkt sich, ich nehm's mit allen auf, aber weg mit dir. So, da haben wir sie mal hergelockt. Im Schutze der zwei Türme. Einmal richtig fett wegsprengen. War ja klar, dass der jetzt den Dorfbewohner angreifen muss. So ärgerlich. So. Jetzt mal fertig bauen hier. Richtig nervig, Leute, hier, wie die ganzen Soldaten einzeln rausspazieren. Da hast du ja keine Ruhe. Andauernd Angriff, Angriff, Angriff. Obwohl das komplett Low-Einheiten sind. Ach, nervig. Lass ihn doch laufen. Er macht nichts. Der macht nichts. Malista.
Μάλιστα. Μάλιστα. Έστω. Προσταγμά. Ορθός. Εισμάχη. Εισβολή. Καλός. Πάνι. Ορθός. Προσταγμά. Βούλο. Έστω. Wir bauen die Burg bzw. die Festung und den, die Waffenkammer brauchen wir jetzt auch noch. Sollten wir doch bald fertiggestellt haben. Ein paar Hippikons. Prostag, esto. Etim, esto, ne. Esto. Heroische Zeitalter durch die Leidenschaft der Aphrodite. Ich bin auch im heroischen Zeitalter. Benötige aber zurzeit noch keine Weiterentwicklung. Der Dorfbewohner denkt sich, nö, das schaffe ich, da beim Turm vorbei zu spazieren. Ach, da sollte ich eine Mauer hinplatzieren. Damit die Akropolis komplett ist. Und wir bilden unseren ersten Minotaurus aus in dieser Mission. Um unsere Hörner dem Feind in den Hintern zu rammen. Da ist er schon. Ah, okay, der hat ein Katapult. Richtige, schnellere Einheiten. Damit diese das Katapult ausschalten. So wie jetzt, gerade eben. Tatsächlich, die haben wirklich einen Stall hinter meinem Dorf gebaut. Sehr dreist. Bauen wir ein paar Häuser hin. Komm, du schaffst es. Du schaffst es. Lauf, 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 lauf. Puh. Und die Hydra. So, der Stall wurde dem Erdboden gleich gemacht. Und wir haben unsere Akropolis fertiggestellt. Bereiten uns langsam auf den Angriff vor. Okay, der Dorfbewohner wollte einfach mal mit in die Schlacht ziehen. Aber nee, Junge, du bleibst auf der Farm.
So, Petrobolos befinden sich in Angriffsposition. Und wir haben noch ein paar Dorfbewohner, die faul rumstehen und nichts machen. Das sollte natürlich nicht sein. Also rechts oben, Leute, findet ihr so ein Banner, das ihr jetzt gerade seht, wo ihr frei zur Verfügung stehende Dorfbewohner anklicken könnt, beziehungsweise die, die nichts zu tun haben. Und wir greifen an. Haben wir zu lang gewartet. Es wird Zeit. Wir nehmen unsere Hippikons und schalten das Petrobolos-Katapult aus. Jetzt komm, nicht drum rumstehen. Angriff, Angriff, Angriff. So, Dorfzentrum ist gefallen. Okay, ich dachte eigentlich, dass es schon die Win Condition für die Mission ist. Aber ich denke, wir müssen noch ein paar Gebäude ausschalten. Schicken noch ein paar Hippikons hinterher. Petrobolos kümmern sich um die Wachtürme. Das läuft ja hier wie am Schnürchen. Ran hier, komm jetzt. Diese einzelnen Soldaten sind richtig nervig. Der Tempel ist gleich mal weg. Aber wir holen uns zuerst dieses Petrobolos-Katapult, weil das sehr nervt. Und den Wachturm holen wir jetzt dazu. So, jetzt ran, komm. Lasst unsere Armee doch in Ruhe. Ihr habt doch eh verloren. Für was produziert ihr noch Soldaten nach? So, was ist den Tempel? Schicken noch ein paar Toxoten nach. Und greifen die Kaserne an, die ich eigentlich schon viel früher hätte angreifen sollen.
Leute, Leute. Ja gut, da habe ich ein bisschen geschlafen. Kein Wunder, dass sie die ganze Zeit die einzelnen Einheiten produziert haben und sie auf uns gehetzt haben. Und holen uns die Bogenschützenanlage. Und hoffen, dass das eigentlich reicht für den Sieg. Tatsächlich. Wir sind hier wieder Herr der Lage, Ajax. Lasst uns die Männer sammeln und Troja erneut angreifen. Akanthos, Ajax, Agamemnon wurde angegriffen. Die Trojaner müssen Agamemnon geschlagen haben, während wir hier gekämpft haben. Zieht die Männer zurück. Wir treffen uns im Hauptlager und sehen, wie groß der Schaden ist. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei der nächsten Mission. Lasst ein Like da, lasst einen Daumen da, einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat, und abonniert den Channel. Ihr werdet dann für neue Videos benachrichtigt, bekommt dann immer Benachrichtigungen. Macht's gut!